Guten Tag und herzlich willkommen zurück zur sechsten Staffel von Stranded Alien Dawn. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind endlich dabei, so richtig schön zu craften. Der Winter steht auch mehr oder weniger vor der Tür. Heißt, wir werden gleich hier in der Base richtig, richtig aktiv werden, wenn hier draußen auf den Feldern nichts mehr zu tun ist. Und richtig aktiv werden wir auch. Wow. Ihr habt aber einen nahen Spawn, Freunde. Aber das ist in Ordnung für mich, weil ihr werdet jetzt einfach schon so nach und nach weggeschossen. Kein Problem, kein Problem. Oha. Aber der Flammenwerfer ist beschädigt. Das ist natürlich eher schlecht. Oh, mal gucken, wie weit sie jetzt hier durchkommen. Ich hoffe nicht weit genug. Ah, die wurden jetzt auch so viele unterschiedliche Ziele gelenkt hier. Oha. Oha. Ja, aber er wird weg. Okay, gut. Na gut, das war definitiv ein Rekord. Keiner ist bisher weitergekommen, aber es lag eben auch daran, dass unsere Survivor eben nicht dabei sind, ne? Das machen gerade ganz allein unsere Verteidigungsanlagen. Schön. Schön, schön. Juno-Zerstörer nehmen wir mit. So, jetzt müssen wir nur noch einmal, glaube ich zumindest, unsere Survivor hier runterziehen, oder? Ja, ansonsten wird halt hier nichts. Komm mal her. Der Angriff wird gleich auch regulär starten. Nehme ich zumindest sehr an. Ja, sind noch vier. Genau, so Tachyon-Quelle können wir auch mitnehmen, theoretisch. Da werden unsere Leute immer schlauer, beziehungsweise können immer mehr. So, da kommen sie. Gut, der entscheidet sich schon hier zu sterben. Von mir aus. Ich bin gespannt, wie die Mechs sich machen, wenn wir sie dann haben. Es dürfte nicht mehr lange hin sein. Okay, ihr seid alle weg. Tachyon-Quelle kennen wir schon. Gut, so, dann werden wir nochmal hier. Die Juno-Zerstörer sollen alle geschlachtet werden. Und ihr könnt machen, was ihr wollt. Die sterben schon so, die Viecher. Fünf noch, zwei noch. Also, okay, alles klar. Flucht vor Gefahr von Ken, ja, okay. Juno-Zerstörer schlachten, bitte. Und du machst mal bitte das Gleiche. So, die nehmen wir einmal mit. Dann haben wir wieder ausreichend Insektenfleisch. 1469 haben wir jetzt. Dann haben wir mehr. Wovon wir allerdings sehr, sehr wenig haben, ist Getreide. Verdammt wenig Getreide haben wir. Ich meine, hier haben wir so ein kleines Töpfchen, wo dann angepflanzt wird. Wir werden mal hier einmal ändern zu Getreidegras. So. Und hier ganz genauso. Damit wir gut durch den Winter kommen, was das angeht. Weil, wenn wir was genug haben, dann Energiekristalle. 1067. Meine Güte, du. Das ist ordentlich. Das ist ordentlich. So, Metall haben wir mehr als genug. Das ist schön. Silizium scheinen wir jetzt auch langsam mal genug zu produzieren. Keine Aufgaben hier. Okay, super. Super. Dann gucken wir mal. Noch ist Herbst, noch werden wir draußen schön anpflanzen und ernten lassen. Haben wir hier nochmal eben was? Kauwurz-Energiekristall? Nein, da gibt es noch nichts zu ernten. Gut, okay. Das ist okay. Weiß gar nicht. Doch, hier düngen wir noch. Okay, das ist auch gut. Das ist auch gut. So, dann haben wir also jetzt den nächsten Angriff abgewehrt. Jetzt würde ich ganz gerne... Gut, Racker muss erstmal was reparieren. Danach würde ich ihn aber ganz gerne hier ein bisschen craften lassen. Einfach mal eins nach dem anderen hier durchcraften lassen. Erstmal die Railgun und so weiter und so fort. Und dann eben vor allem auch die Mechkerne. Die Mech-Kerne, die brauchen wir, weil dann können wir endlich die Mechs einmal bauen. Die werden wohl auch ziemlich viel Energie verbrauchen, vermute ich. Meine ich irgendwo gelesen zu haben, hatte mich irgendjemand mal gespoilert, in Anführungszeichen. Ich meine,
Das ist jetzt schon lang genug draußen, ne? Da ist das offiziell kein Spoiler mehr. Also für mich schon, aber... Das ist ja nicht so wild. So. Gut, Raka baut... Achso. Ja, hier gibt es auch einiges zu reparieren. Das verstehe ich. Schrott haben wir weiterhin nur sehr wenig. Ken müsste hier nochmal plündern gehen. Hier könnte er eigentlich auch nochmal plündern, ne? Haben wir noch weiter in der Nähe was? Nicht wirklich, ne? Na gut, dann kann das auch einmal geplündert werden. Dann kümmert sich Ken darum. Wenn Raka soweit fertig repariert hat, dann werden wir ihn jetzt hier einmal an die Station schicken. Weil reparieren ist wichtig. Reparieren geht davor. So, hier wieder ausstellen, sonst sehen wir mal diesen Bereich 1. Der stört irgendwie ein bisschen. Rita zischt nochmal über die Felder, aber auch nur das letzte Stückchen lässt sie dann doch stehen. Ach, schön. Ach, schön. Wie sieht es hier aus mit der Temperatur? Die Temperatur sieht gut aus. 12 Grad. Das passt. Wie gesagt, hier diesen Eckkorridor, den könnten wir eigentlich sehr gut nutzen, um dann nochmal ordentlich Pflanzkübel hinzustellen. Aber ich glaube, das machen wir erstmal nicht. Dafür brauchen wir wieder jede Menge Ressourcen. Raka wird wieder eingespannt und so weiter und so fort. Wir wollen ja Max bauen. Mechanics. Wobei Mechanic war der Mechaniker, ne? Hier sind wir zumindest zu... Ja, etwas über 50% durch, hier auch. Ungefähr bei 50%. Gut, dann werden wir jetzt den Racker mal los craften lassen. Sobald er gegessen hat, wie geht's ihm denn so? Ihm geht es eher durchschnittlich. Wir könnten ihm aber nochmal eben kurz eine Kohlenstoffweste geben. Und wir lassen ihn einmal hier ein bisschen entspannen. So, Raka, mach mal hier. Entspannung sieht gut aus. Zufriedenheit geht auch ordentlich nach oben. Sehr schön. 25%. Raka. Nee, warte. Stimmt ja gar nicht. Bereich ändern. Global. Raka. Fertig an Railgun. So, machen wir die erstmal. Sehr schön. Ich verstehe halt auch nicht, wieso die manchmal die Sachen hinlegen und dann nimmt die jemand anderes wieder auf. Das macht irgendwie auch überhaupt keinen Sinn. Leuchtet mir gar nicht ein. Manche tragen das irgendwo bis irgendwo hin, legen es dann auf den Boden und dann muss jemand anderes es wegtragen. Das ist irgendwie seltsam. Verstehe ich auch nicht ganz. Naja. Man muss und kann ja nicht alles verstehen. Kauwurzeln, Energiekristalle können auch geerntet werden. Sehr schön. Nervenzusammenbruch von Sora, okay. Auf die habe ich jetzt gar nicht geachtet. Hier schon wieder. Schön was liegen lassen. Könnte jetzt aber Sora gewesen sein, weiß ich nicht ganz genau. So, der erste Schnee fällt. Kohlenstoff-Nanoröhrchen werden noch produziert. Sind wir damit dann auch durch. Ken, der wird jetzt hier... Jawohl, da haben wir es. Endlich. Guck mal. Zweite Railgun. Heißt, jetzt kommen die Mech-Kerne. Bin ich auch gespannt, wie das dann aussieht. Wer ist das? Das ist Rita. Rita forscht also ein bisschen. Das kann sie von mir aus durchaus tun. So, jetzt gehen die Tierangriffe wieder los. Jetzt sind wieder die hungrigen Viecher. Man kennt's, man kennt's. Immer wieder nervig. Das haben sie leider noch immer nicht gepatcht. Beziehungsweise, was heißt gepatcht? Diese Verbesserung haben sie nicht hinzugefügt. So, höhere Geschwindigkeit jetzt. Jetzt können wir auch richtig hochstellen. Sehr schön. Dann sollen sie jetzt auch dauerhaft angreifen. Na, jetzt wurde wieder unterbrochen. Toll. Naja, ihr kennt ja alle das Problem, wenn ihr das Spiel selbst spielt. Das passiert einfach mal wieder. So, das sieht doch alles sehr gut aus. Wir haben jetzt 195 mal Silizium, jede Menge Metalllegierungen.
Sehr schön. Also von dem Kram haben wir jetzt mehr als genug. Silizium für immer. Jetzt können wir hier fast die Dinge auch ausschalten, ne? Dann werden wir mal die Jungs jetzt nur noch arbeiten lassen, wenn, also nicht, dass wir ein Energieproblem haben. Aber ich glaube, so kriegen wir es am besten hin, dass uns jetzt nicht das Lager hier komplett voll läuft. Weil auf der anderen Seite, was soll's denn, oder? Dann läuft's eben voll. Ist doch egal. Ich sag, warte, wir nehmen das hier noch weg. Den Ofen nehmen wir einmal weg und schmeißen dort dann noch ein kleines Lager für Metall hin. So, wie sehen denn eure Pumpen überhaupt aus? Nee. Ja, sieht alles noch gut aus, sehr schön. So, wir seid noch immer nicht tot. Wie viel haben wir noch? 244 noch. Jetzt hör mir auf, ey. Das wird doch nie enden. Eieieiei. Naja. Naja. So, können wir in der Zwischenzeit irgendwie was machen? Wir müssen momentan einfach nur warten, dass unsere Survivor wieder aufwachen. Racker reißt das Ding ab. Danach lassen wir Racker hier nochmal ein bisschen was craften. Beziehungsweise wir könnten auch... Nee, wobei, wir lassen Racker mal craften, weil Racker einfach am schnellsten craftet mittlerweile. Der hat halt eine fröhliche 10. Vivian auch. Die muss sich aber um anderes kümmern. So, Racker, legst du direkt los? Du reparierst wohl erstmal, ne? Ja. Der repariert hier, dann macht er da. Und repariert einmal hier. Ach, guck mal hier, unsere Energie geht auch ordentlich runter, ne? Plus 140 nur, tagsüber. Wenn wir einen Angriff haben. Bist du an? Nee. Ist ja interessant. Während eines Angriffes sind wir nur bei plus 140. Hm. Ich hatte gedacht, dass wir mittlerweile bedeutend mehr Energie produzieren. Setzen wir nochmal zwei hin. So, Rita forscht. Vivian forscht auch. Das ist recht vielversprechend, weil das bedeutet, dass sie dann demnächst auch craften dürften. Müssen aber hier natürlich erstmal durchkommen. So, Racker hat das Ding weggerissen. Jetzt können wir hier einmal die Lagerung hinschmeißen. Das Lager. Holzparkett. Lager im Bau. Und zwar hätte ich ganz gerne nur Metalllegierung mehr. Rest weg. Sehr schön. Komisch, ne? Metalllegierung kriegen wir echt recht wenig zusammen. Scheint auch so, als würden wir Metalllegierung bedeutend mehr benötigen als Silizium. Also werden wir mal hier das Ganze umschalten. Und zwar das hier nach unten, Metalllegierung für immer und Silizium bis 100. Wechseln wir das einfach einmal. Bei Metall, wie gesagt, brauchen wir eindeutig mehr. So, hier forscht Rita wieder fröhlich vor sich hin. Oh, wir haben... Ich sehe gerade, wir haben hier zwischendrin auch aggressive, ne? Das kriege ich dann auch immer nicht mit. Ich weiß auch nicht, wann die jetzt losgingen, weil die hier bearbeiten uns ja die ganze Zeit. Das Problem ist auch, wir haben nicht so viel Energie, ne, Freunde? Das ist natürlich auch so eine Sache, du. So, mal gucken hier.
Kommt mal her. Gucken wir mal, wann die angreifen. Scheint, ich gucke hier rechts halt auch super selten hin, ne? Nicht genügend Stauraum ist immer von der Kacke. Das uninteressant, das uninteressant, uninteressant. Wieso die jetzt hier angreifen? Achso, weil da das Tor ist, ist natürlich schlecht. Hier ist allerdings zu. Ein Problem könnte entstehen, wenn der jetzt hier unsere Ulfen angreift, ne? Ken, greifst du mal bitte den Juno hier an? Oh, da kommen noch mehr. Das ist schlecht. Mann, Ken, du brauchst aber lang. Oh, oh. Oh, oh. Lauf! Ich fürchte, hier wird der ein oder andere Ulf wird sterben. Oh, die Ulfen, die wehren sich, ne? Das ist immer sensationell hier, du. Das finde ich ja mal sehr gut. Was mit dir? Eieiei, er rennt jetzt. Ist gar nichts los, Leute. Den wird's gut gehen. Das wird ist gar kein Problem. Ja, das kann schon mal passieren, Leute. Also ihr braucht ja jetzt nicht so überreagieren. Das kann mal passieren. Entspannt euch, ja? Das ist gar kein Problem. Das ist gar kein Problem. Wir müssen dann einmal... Warte mal, wir müssen mal Folgendes tun. Wir werden mal... Ja, wir könnten jetzt letzten Endes alle unsere Survivor einfach mal mitnehmen. Ihr könntet euch mal alle hier herstellen. Achso, ja, vielleicht auch nicht. Vielleicht auch einfach hier so rein. Nicht, dass Ken uns hier stirbt. Wäre schlecht. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob die eventuell sich dazu entscheiden, in eine andere Richtung zu laufen. Oder ob die alle unsere Ulfen töten. Sind alle unsere jüngste Tode 4. Also die Ulfen sind tot. Aber es ist ja nicht so schlimm. Es sind ja nur die Ulfen. Na, dann haben wir doch mal hier zum Schluss noch mal ein bisschen Action hier in der Staffel. Mensch, das ist doch toll. Guck mal, wie alle hier angreifen, die ganzen Zäune. Jetzt kommen wir durch. Jetzt müssen wir natürlich uns einmal nach hier hindurchziehen. Ah, wunderbar. Gar kein Problem. Das wird schon. Ich sehe da jetzt kein allzu großes Problem, ehrlich gesagt. Die werden hier schön alle weggeschossen. So, siehst du. Sind nur ein paar Ulfen gestorben, Leute. Ist überhaupt kein Problem. Also. Ist doch gar kein Problem. So, das ist überhaupt gar kein Problem. Ist doch gar kein Problem. So, wie viele Ulfen haben wir jetzt denn noch? Kein. Tja, also. Das ist jetzt sehr schlecht gelaufen, ne? Aber ist eben das Problem, die greifen halt die Tore immer an, ne? Wenn sie dann in der Nähe von den Toren spawnen, dann hat man eben einfach ein Problem. Wir könnten das Tor hier natürlich wegnehmen. Und könnten stattdessen hier einmal dicht machen. Und dann könnten wir hinten in die Ecken, könnten wir eher die Tore reinbauen. Ich vermute, dass da der Spawn nicht ganz so nah stattfindet. Unebenes Gelände? Ich vermute, aufgrund dieser Zäune hier findet der Spawn noch nicht ganz so nah statt, wobei das auch schon passiert ist. Also da hat man einfach mal Pech. Die Tore greifen sie nun mal an. Die Tore greifen sie nun mal an. So, aber kein Problem, kein Problem. Raka kümmert sich um den Wiederaufbau
75 Mal. Warte mal, wir könnten natürlich den ein oder anderen von den Jungs hier könnten wir natürlich auch einmal ein bisschen Holz produzieren lassen, bis 100 zumindest. Ne, damit wir immer Holz auf Lager haben. Ich denke, das ist ganz sinnvoll. Ja. Gibt es hier noch was zu ernten? Energiekristalle schneiden. Da liegt auch wieder ein Energiekristall rum. Niemand trägt von A nach B. Racker repariert, was das Zeug hält. Gut, gut, gut. Energie haben wir wieder genug. Ja, aber also im Großen und Ganzen beruhigend ist, dass unsere Verteidigungsanlage hier einfach ausreichend Schaden macht, sodass wir eigentlich aus allen Richtungen alles abwehren können. Man könnte natürlich jetzt hier im Military Outpost-Modus nochmal so richtig übertreiben und einfach überall Geschütze hinstellen, aber ehrlich gesagt, das ist dann natürlich, da macht man ja auch nichts anderes mehr an den ganzen Tag, ne? So, Vivien forscht weiterhin. Und Rita ebenso. Wir werden mal... Ja, das dauert ja alles nicht so lange. Das hier dauert nochmal 3 Tage, der Rest ist aber schnell durchgeforscht. So, Racker entspannt sich erstmal. Das ist gut, weil dem geht's nicht so gut. Ach guck mal, der muss nur pennen, das macht er jetzt eh. Super. Super. Ah, der Transporter läuft noch nicht so richtig, aber... Wie viel Insektenfleisch haben wir? Mehr als genug. Sehr schön. So, dann werden wir, wenn Racker aufgebaut hat, den ganzen Kram, wenn Racker wieder so weit durch ist, dann werden wir mal Racker wieder ein bisschen craften lassen. Hier sollen als nächstes sogar die Mech-Kerne gecraftet werden. Das ist auch sehr gut. Und hier kommen eben die Pulsgewehre noch. Da werden wir dann Racker jetzt aber erstmal den Mech-Kern bauen lassen. Wenn er ausgeschlafen hat. Langschläfer heute. Der Mann. So, Racker, dann komm mal her. Hier wird jetzt nicht mehr geschlafen. Warte mal, soll der erstmal noch ein bisschen reparieren? Ja, die Zäune und so sind noch nicht repariert. Na, dann lassen wir ihn erstmal nochmal reparieren. Das muss er nochmal eben. Das muss er nochmal eben fertig machen. Aber wir könnten Ken einmal hier. Ach so, der kann das gar nicht. Der ist dafür gar nicht fit genug. Kann Rita? Rita kann auch nicht. Guck mal, die meisten können die Sachen gar nicht herstellen. Weil sie da nicht ausreichend Skill haben. Ken ist aber auf 6, Moment mal. Warte mal, was braucht man dafür? Anfertigung 5. Ausschalten, Bereich 1 zuweisen. Eigentlich würde ich ganz gerne das Ken den Mech-Kern einfach baut. Wieso kann ich ihm denn das nicht aktiv sagen? Übersehe ich hier schon wieder was? Bin ich gerade wieder... Eigentlich nicht. Ken hat ausreichende Fertigkeiten. Aber ich kann ihn nur ausschalten lassen oder in den Bereich 1 zuweisen. Sicherheitssignal, das könnten wir mitnehmen. Wir werden auch Rita da direkt mal losschicken. Weil Sicherheitssignal kann natürlich auch, meine ich zumindest, soweit ich mich recht entsinne, eventuell noch einen Durchbruch bringen. Und einer fehlt uns noch. Ein Durchbruch fehlt uns noch. So, Sora hat hier gerade ein bisschen Metall abgebaut. Okay, dann ist das auch durch. Haben wir die Erze auch abgeschlossen? Das ist gut, dann könnte Sora ja eventuell sogar... Wie hat denn... Ist Sora interessiert daran? Nicht wirklich. Und sie kann im Grunde genommen auch nichts. Anfertigen, schneidern. Ja gut, anfertigen wird jetzt nicht so viel sein, bis auf das Fett, was sie da machen könnte. Aber Sora flitzt eben
wahrscheinlich größtenteils sowieso von A nach B und trägt den ganzen Stuff hin und her. So, hat Racker schon repariert und alles? Nee, warte mal, was macht denn der den ganzen Tag? Was ist mit dem Mann? Vor allem hier hinten muss er mal dicht machen. Didelidu. Elektronische Geräte einfach mal wieder liegen lassen. Das ist immer das Gleiche. Wie viel haben wir denn da? 63 haben wir, 64, schön. Läuft ja echt rund hier, muss ich sagen. Hier muss jetzt auch wieder repariert werden. Racker hat wieder echt viel zu tun, ne? Da muss er reparieren. Hier muss er bauen. Genau, so, Sicherheitssignal. Expedition abgeschlossen. Gratis gegrillt ist, lösche das Feuer. Lösche das Feuer. So, Racker baut hier hinten fertig. Gut. Jetzt rennt er wieder wohin? Aha, jetzt wird da fertig gebaut. Jetzt wird erstmal Mittag gemacht. Gut, gut, gut. Das ist okay, beziehungsweise Frühstück ist es eher, glaube ich. Jetzt craftet er hier erstmal. Okay, das ist auch sehr interessant. Warte mal. Racker bauen 1. Anfertigen 2. Ach, wir haben kein Holz mehr. Ah ja, das leuchtet natürlich ein. Dann kann er natürlich hier diesen ganzen Kram, den kann er natürlich nicht reparieren, weil dafür brauchen wir Holz. Und genauso auch hier hinten der eine. Warte mal, hier ist die Reihenfolge natürlich so auch ein bisschen schlecht, ne? Das Holz sollte nach vorne. Sonst passiert da nichts. So, er forscht Flüssigtreibstoff. Also den Scheinwerfer, den schmeißen wir nochmal hinterher. Sehr schön. Und dann müssen wir hier doch nochmal 1, 2 Bäume fällen. Die nehmen wir nochmal mit. Damit Racker da auch reparieren kann. So, Racker, der hat jetzt soweit erstmal alles repariert, was er reparieren kann. Der würde jetzt natürlich erstmal wieder pennen gehen und dann werden wir Racker mal... Kann ich ihn denn hier zuweisen? Hä? Wieso geht das nicht? Du hast Energie. Die müssten eigentlich nur 2 Energiezellen und CPU-Kerne hier hinschmeißen, aber sie machen es nicht. Und hier? Nicht benötigte Gegenstände. Wieso kann ich denn denen nicht sagen, sie sollen hier was Konkretes craften? Bin ich jetzt... Was geht auch sonst? Ich kann es aber auch hier nicht. Nicht benötigte Gegenstände lagern. Ausschalten. Ausschalten. Wieso kann ich den denn nicht mehr zuweisen? Wieso kann ich denen nicht sagen, was sie hier craften sollen? Ich meine, hier, wenn ihr Grenzwert erreicht wird, dann ist klar. Dann geht das nicht. Aber hier ist der Grenzwert nicht erreicht. Hier ganz genauso. Hier ist auch... Hier fehlt auch die Atemschutzmaske und die Rauchblattpfeife. Eigentlich müsste ich einen Survivor anwählen können. Dann hier einen Rechtsklick drauf und dann einfach aus einer Liste auswählen, was sie craften sollen. Aber ich kann es nicht. Die Fertigkeit haben sie definitiv. Das leuchtet mir nicht ein. Hier bin ich gerade massiv überfragt, was hier das Problem ist. Okay, Racker repariert da. Racker, kannst du vielleicht erstmal das Holztor bauen? Das geht. Das kann ich ihm direkt sagen, aber wieso kann... Nee, verstehe ich nicht. Vielleicht weiß es ja jemand von euch. Vielleicht kann ja jemand von euch mir erklären, wieso ich Racker nicht direkt sagen kann, er soll das hier bauen. Weil die Materialien haben wir da. CPU-Kerne und Energiezellen sind überhaupt gar kein Problem. Die Mech-Kerne haben wir natürlich auch erforscht, ansonsten könnten wir die gar nicht in Auftrag geben.
Energie hat dieses Teil hier auch? Moment. Nee, das kann es auch nicht sein. Bereich 1. Ihr seid alle in Bereich 1, aber der hier ist ja auch Bereich 1 und da arbeitet er ja auch. Daran kann es also auch nicht liegen. Notrationen sind erforscht. Energie hat das Ding. Wir haben das im Auftrag. Es ist ein Bug mit diesem Bereich 1, aber wir konnten es ja zuletzt auch noch machen. Ich konnte doch. Hier was in Auftrag. Hier, Destillationen erforschen können wir zuweisen, aber alles, was mit Craften zu tun hat, können wir nicht. Vivien kann. Hä? Weil sie zu Bereich 1 gehört? Willst du mich veräppeln? Wieso? Racker. Moment mal. Also, nur um das gerade zu verstehen. Also, es funktioniert folgendermaßen. Von alleine machen sie den Kram. Ja, auch im Bereich 1. Also diese Maschinen hier in Bereich 1 von dieser Fläche, ja, die gehören jetzt zu Bereich 1. Diese ganzen Teile hier gehören zu Bereich 1. Ja, der Ofen, hier die Metallölpresse und so weiter und so fort. Das gehört alles zu Bereich 1. Sie gehen von alleine daran. Aber ich kann sie nicht aktiv zuweisen, es sei denn, ich weise Racker dem Bereich 1 zu. Also so. Und dann kann ich ihm jetzt... Das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Racker soll überall. Also global. Global ist ja auch dieser. Also das hier ist auch global. Eigentlich müsste... Ja, das leuchtet mir nicht ein. Also wie gesagt, wenn sie von alleine arbeiten, okay, dann geht es. Dann funktioniert es. Dann arbeitet er auch. Obwohl er in dem globalen Bereich zugewiesen ist, arbeitet Racker auch... in Bereich 1, also in den an den Maschinen und Werkbänken, die Bereich 1 zugewiesen sind. Wobei ich natürlich den Bereich auch nicht anders, also ich kann den Bereich auch nicht, ich kann die Sachen auch nicht in einem anderen Bereich zuweisen. Ich kann jetzt nicht hier global sagen oder so, das geht nicht. Ganz offensichtlich. Ich wüsste zumindest nicht wie, ehrlich gesagt. Leute zuweisen, Leute rufen. Extrahieren, Bereich 1. Nö. Also ich wüsste nicht, wie ich das machen soll. Gehört zum Arbeitsbereich 1. Heißt, das kann aber nicht so gewollt sein, oder? Dass ich jetzt alles, was im Arbeitsbereich 1 los ist, da kann ich nichts aktiv zuweisen. Das würde dann aber auch hierfür... Nee, hier geht's wieder. Willst du mich veräppeln? Was ist denn das Komisches? Ach, ihr habt keinen Arbeitsbereich. Okay, also die haben keinen Arbeitsbereich. Also die Dinge, die einen Arbeitsbereich zugewiesen bekommen, wenn sie in einem Arbeitsbereich stehen, die lassen sich dann nicht mehr von anderen aktiv bedienen. Sondern... Nur wenn sie das von alleine machen. Okay, dann machen wir das folgendermaßen. Dann reißen wir jetzt den Arbeitsbereich 2 reißen wir wieder ab. Ich möchte doch den Leuten aktiv... Oder Tor hier sollten wir eventuell einmal zumachen. Eieiei. Eieieiei. So, Racker hat das Tor zugemacht. Das ist gut. Ihr könnt euch mal hier hinstellen.
Racker, komm mal hier. Du stellst dich auch einmal hier hin. Wir haben nämlich da einen Angriff von oben, Freunde. Und 18 Brutmuttern auch noch. Und diese Folge ist schon wieder so lang, weil ich eigentlich vorhatte, die Mech-Kerne zu bauen. So, warte mal, hier, komm mal her. Kommt mal her, Freunde. Greift mal an jetzt. Wir haben übrigens keine Ulfen mehr, das tut mir ein bisschen leid. So, da kommen sie. Werden aber auch fröhlich weggeschossen. Wie die Zahl hier runterrattert, ne? Wahnsinn. Natürlich bekommen unsere Survivor jetzt doch einiges an Schaden. Oho. Vor allem Sora, meine Güte. Vielleicht sollten wir sie doch nicht hier im Freien stehen lassen. Vielleicht hätte ich ja doch die Überdachung hätte ich vielleicht stehen lassen sollen. Naja. Aber das geht schon. Das geht schon. Weil es jetzt auch nicht so viele waren. Also wenn es ein größerer Angriff gewesen wäre, dann hätte Sora eventuell sogar draufgehen können. Das muss ja jetzt nicht noch sein, zu guter Letzt. So, ihr seid auf 1. Dann setzen wir euch auch mal auf 1. Hier müsst ihr auch nicht dauerhaft den Ding verbrauchen. So, die Brutmuttern kommen. Die Brutmuttern sind hin. Feierabend. Brutmütter, könnt ihr schlachten, wenn ihr wollt. So, Racker pennen und danach wirst du hier auf jeden Fall sofort loscraften, ey. Meine Güte, hier ist jetzt was passiert in dieser Folge. Unfassbar. Unfassbar. Dabei will ich eigentlich nur die Mech-Kerne bauen. Na gut, das machen wir jetzt in der nächsten Folge. Die erste Aufgabe in der nächsten Folge, die ich Racker zuweise, ist, einen Mech-Kern zu bauen. Nächste Folge, Leute. Nächste Folge. Danke euch fürs dabei sein. Vielen Dank für eure Zeit, Likes und Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.